Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe heute drei Videos schon gedreht. Ein Haul, dann habe ich noch was gedreht und heute Mittag kam ein wunderschönes, schweres Paket an. Ich bin super gespannt, was mir die Jenny zugeschickt hat. Wir haben nicht getauscht. Sie hat einfach gesagt, sie wird mir lieber Dinge. Sorry, ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Mein Sohn hat mir ja nicht erlaubt. Er hat nämlich gar keinen Bock gehabt, heute zu schlafen. Und war dann die ganze Zeit neben mir gelegen, obwohl ich eigentlich wollte, dass er schläft. Ich mache es mit euch zusammen auf. Ich bin super gespannt, was drin ist. Wirklich super gespannt. So, das machen wir da hinein. Ich wusste, dass irgendwas muss immer bei mir runterfallen. Naja, ich bin super gespannt, was drin ist. Boah, sehr schwer auf jeden Fall. Ich dachte, was ist. Ich soll alles für mich? Ja. Der Hermesbote. Der als keinen Bock hat. Sie hat mir auch einen Brief geschrieben. Super süß. Dann zeig mal dein Boot. Komm, ich zeig dein Boot. Guck mal, das ist sein Boot. Ist der nicht klasse? Der ist super schick. Mama, da ist noch eine Weste. Ja, eigentlich hat er noch eine Rettungsweste, ne? Mhm. Hallo, liebe Ina. Ich darf ihn vorlesen, ich muss es aber nicht. Ich hoffe, du freust dich über die ein oder andere Sache in dem Päckchen. Okay, zeig noch. Ein Ohrstöpsel hat mein Sohnemann noch. Gleich vorweg. Ja, ich schreibe am PC, denn meine Schrift wird nach kurzer Zeit nicht mehr leserlich. Das kenne ich. Wenn man dann mehrere Zeilen schreibt, wird es immer kleiner und immer unleserlich. Das kenne ich. So bin ich jedenfalls auf der sicheren Seite, dass du alles gut entziffern kannst. Smiley. So, nein, ich bin weder böse noch traurig, wenn du was weitergibst. Hauptsache, es wird nicht in den Müll geworfen. Aber das tust du ja nicht. Nee, ich bin fleißig am Aufbrauchen. Also nur, wenn die Sachen gekippt sind, ne? Oder sollte ich Megapickel bekommen oder Ausschläge, natürlich werde ich sie nicht weiter benutzen, ne? Und dann habe ich auch Angst, meine Tochter das natürlich weiterzuleiten. Von daher, obwohl sie gar nicht so die Beauty-Tante ist, die benutzt manchmal nicht mal eine Zahnbürste. Das Madamchen. Hauptsache, es wird nicht in Müll geworfen. Aber das tust du ja nicht. Ich würde mich dennoch freuen, wenn einiges für dich interessant ist. Und du ist. Ich habe einen Flummi. Ja, ein Flummi. Der ist dumm. Okay, das reicht jetzt. Wir können gleich noch ein Video machen, wo du deine Spielsachen zeigst, okay? Es würde mich dennoch freuen, wenn einiges für dich interessant ist und du es testest. Mal gucken, ob mehr oder weiter wandert oder mehr bei dir bleibt. Jedenfalls mag ich dich unheimlich gern, so sympathisch, ehrlich und herzlich zugleich. Ich liebe deine Videos. Ich liebe, wenn du so viel testest. Und genau das ist der Grund, wieso ich dir die Sachen schicke. Ich möchte deine Meinung hören und dir einfach eine Freude machen. Bei dir staubt es ein oder bekommt vielleicht irgendwann mal. Also bei mir staubt es ein oder bekommt irgendwann mal vielleicht Füße. Das wollen wir ja nicht. Smiley. Und das wollen wir ja vermeiden. Da ich weiß, wie teuer der ganze Spaß ist, dachte ich, hey, wieso wegwerfen? Wenn ich es nicht nutze, kann ich dir damit eine Freude machen. Jetzt pack schon aus und zeig her, was im Karton sich hat. PS, darfst den Brief vorlesen und meinen Namen nennen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn du den Zettelchen auf den Produkten vorliest. Viel Spaß beim Auspacken und Testen. 100 Küssis, deine Jenny. Total süß geschrieben. Vielen, vielen Dank, Jenny. Danke. Und wollt ihr wissen, wie lange das Paket, bis wir das eigentlich geschafft haben? Ewig. Aber umso mehr ist die Freude. Und ich wollte auch nicht, dann, weil ich auch nicht eben, weil ich so viel noch da hatte, ich habe immer noch reichlich, ne? Aber ich kann das ja immer mal in ein Projekt reinstecken, ein Produkt, und bin super gespannt. Das ist cool. Da, Jenny, da freue ich mich mega. Listerine Kaubonbons verwandeln sich während des Kauens sekundenschnell in Flüssigkeit. Wie geil ist das bitte? So, auf jeden Fall bin ich super gespannt, was die Dinger hermachen. Ich habe das gesehen. Ich finde Listerine mit Alkohol furchtbar. Zum Mundspülen. Da ist bestimmt auch was drin an Alkohol, aber ich werde es trotzdem aufbrauchen und werde euch das auf jeden Fall reviewen, weil es ist ja eigentlich interessant zu wissen. Finde ich super mega spannend, schon das erste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das sind tausende von Produkten. Oh.
Oh mein Gott. Tausende von Produkten. Oh, super interessant sind auch diese Wimpern. Ich mache Lux. Da passt mir das ganz gut, wenn sie ziemlich flauschig sind. Und ich finde es einfach genial. Für den Alltag wäre das für mich zu viel. Auch wenn ich weggehe, benutze ich eigentlich meistens Wimpern, wo ich nicht spüre, wo ich nicht das Gefühl habe, ich fächer den Leuten Luft zu. Ich hätte einfach zu sehr Angst, dass die Wimper abfällt. Auch ich trage auch immer, wenn ich Wimpern trage, trage ich auch immer ein Liquid Liner mit mir, falls ich die Wimper abmachen soll. Vielleicht findest du raus, welche Marke das sein soll. Hahaha. Ich weiß es nicht. Sie. Oh, Lacombe. Das ist ein Lacombe Nagellack, meine Liebe. Jedenfalls zeigt dieses Zeichen es. So sehe ich es nicht, aber ich sehe es anhand der Blume. Das ist Lacombe oder. Ja, ich glaube, das ist Lacombe. Super schicke Farbe. Ich bin super gespannt, weil teure Nagellacke heißt nicht gleich, dass es gute Nagellacke ist. Ich habe sehr viele schlechte Reviews über MAC gehört. Hier steht zum Beispiel 37,5B. Super schickes Pink. Fast wie mein Sally Hansen Nagellack, den ich euch schon gezeigt habe. Dann ist hier ein Wanderpinsel dabei. Das stimmt ja. Den werde ich vielleicht meiner Tochter weitergeben oder ins Päckchen. Also es ist auch so, dass meine Tante, meine Tante ist noch bis zum 21. August bei meiner Mutter noch geblieben. Und von daher, vielleicht packe ich ihr da noch was ein. Also damit fange ich nichts an. Du vielleicht. Hydrate. Was ist es überhaupt? Wisst ihr was? Ich brauche echt eine Brille. Drachenblut, aufpolsterndes Sebum auf die gereinigte Haut und Gesicht. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ist ja nicht ganz so eine große Größe, von daher passt es perfekt. Es ist auf jeden Fall ein Serum. Ich bin nicht ganz so serenfreundlich. Ich muss sagen, ein Serum trage ich wie eine Tagespflege als eine dünne Sommertagespflege auf. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wann ich hier fertig werde. Super interessant ist hier von Orly. Das ist Step 2. Vielleicht gibt es noch Step 1. Also das ist wahrscheinlich ein durchsichtiger Nagellack. Topcoat bei mir. Und die Verpackung ist so gummiert. Da hat man echt eine gute Hand. Finde ich cool. Ja, mein Körbchen. Ich habe mein Körbchen ausgesucht. Und ich habe das Kartönchen. Ich bin ja gespannt, wer schneller leer oder voll ist. So, den Deckel benutze ich auch weiter, weil ich möchte ja die Produkte ein bisschen getrennt haben. Also ich muss mal gucken, ob ich das Serum brauche unbedingt. Den hier, nee, die 280 habe ich nicht, aber diese kleinen Dinger kann man gut aufbrauchen. Ich habe aktuell etwas auf meinen Fußnägel, was ähnlich ist von der Farbe. Ich weiß nur nicht, ob es die 280 ist. Im Moment von der Farbe her. Ist es eine sehr, sehr schöne Herbst-Winterfarbe. Ich trage es sehr gerne, diese kleinen von Trended Up, finde ich mega. Oh, schick, schick. Von Sally Hansen. Das füllt meine Sammlung. Ist ein Gold-Silber drin. Eigentlich wahrscheinlich ein Gold, müsste man richtig durchschütteln, aber meine dicken Arme wackeln sonst so. Ist die Farbnummer 151, da oben steht es ja auch. Sehr, sehr schön. Mit dieser Gelformel bin ich nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Aber ich werde den auf jeden Fall testen, weil ich habe auch den passenden Topcoat da oben. Von daher kann man es ruhig austesten. Dann ist Pure French. Dabei ist ein stinknormaler weißer Nagellack. Die kann man auch gut als Unterlack benutzen von Catrice. Ich hoffe, es sprengt den Rahmen nicht so. Das hatten wir so befürchtet gehabt. Nail Polish von Alessandro. Ich glaube, ich hatte schon mal einen Alessandro Nagellack. Den habe ich aufgebraucht. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob ich den aufgebraucht habe oder so unschön auf mir fand, dass ich ihn weitergegeben habe. Das ist auf jeden Fall meine Nummer für den Kummer mit 33. Das ist so ein bisschen eingestanzt. Diese Beige-Töne, da muss ich immer gucken, ob es zu meiner Hautfarbe passt. Sonst sehen meine Hände so krank aus und so mitgenommen irgendwie. Hier ist noch was, riecht gut, aber benutzt
und weiß nicht so recht, was tun damit. Body Jelly. Okay. Exlator. Body Jelly 2. Ah, Schimmer und Feuchtigkeit. Mhm. Oh, sehr schickimicki. Wow, voll in die Fresse. Oh mein Gott. Ich bin so etwas aufgeregt und ich merke gerade. Okay. Das riecht wirklich sehr angenehm. Ich würde so sagen, leicht blumig, aber mit einer frischen Note. Also irgend so eine frische, gewaschene Blume. Und gar nicht so schwer, aber vom Glitzer minimal. Also nur, wenn ich ganz genau hingucke. Ich muss mal gucken, wenn es trocknet, ob es dann mehr ist. Oder ich einfach viel zu wenig benutzt habe. Ungeöffnet steht hier. Oh ja, ich sehe, das ist versiegelt. Nick und nagelfest. Und hier ist noch so ein... Den werde ich wahrscheinlich weiterreichen, denn ich habe 2 Favoriten von Laurena Beauty. Hieß das mal früher. Das gibt es nicht mehr. Aktuell weiß ich es nicht. Ich brauche es ja nicht, weil ich sie habe. Aber die habe ich mir damals gegönnt, wo sie für 15 Euro zu haben waren. Ja. Das hast du gut dran gekriegt. Ich krieg's aber auch wieder ab. Von Max Factor, so ein Lippi. Color Elixir Cushion 015 Nude Glory. Bei Nude bin ich mir nie so sicher. Im Moment trage ich sehr gerne bräunliche Nude-Töne, so Kylie Jenner. Ja, das macht echt Spaß. Ich gucke gerade minimal Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ich könnte mir das wahrscheinlich auch ins Gesicht schmieren, weil dieser Glitzer so subtil ist. Oder ich habe einfach nicht genug Licht, obwohl es relativ hell ist. Von Max Factor. Ich bin gespannt, ob ich es überhaupt testen werde. Ich werde auf jeden Fall mal wieder Trash. Oh, habe ich auch mega geile Farbe. Ja, das finde ich auch. Und total süßer Smileys. Smiley, ich stehe total auf Smileys. Also ich könnte die ganze Bude zuhauen und mein Auto zuhauen mit Smiley. Eigentlich könnte ich echt sowas reißen. Aber ich will auch kein bunter Hund sein. Ich bin eh schon bunt genug. Kein kunterbunter Hund. Ja, das ist eine tolle Farbe. Wirklich tolles Pink. Ich zeig's euch mal so. Ich mache das jetzt nicht ab. Oder ist da die Farbe drunter? Nee, es geht jetzt auch ab. Wo ich gesagt habe, ich mache es nicht ab, geht es jetzt ab. Super schicke Farbe. Werde ich auf jeden Fall testen. Ich habe von dieser Avon MAC Gel Shine Reihe oder überhaupt von MAC Cosmetics fast gar nichts. Dann habe ich, du magst doch, Sally Hansen, oder? Yep, ich mag es. Wahnsinnig gerne sogar. Von dieser Gelreihe habe ich ja schon eben gerade gesagt, bin ich nicht ganz so angetan gewesen. Aber da hatte ich auch erst ein Nagellack getestet. Ich bin super gespannt, wie der ist. Ja, die Farbe ist auf jeden Fall schön. Und sowas habe ich noch nicht von Sally Hansen. Hihi. Dann passt das ja. Dann ist hier noch was MAC Café. Wie geil ist das denn? Berlin Nagellack P23. Wo hat man den denn gekriegt? In McDonald's? Als man Cheeseburger geholt hat? Ich weiß es nicht. Das war auch so ein Kandidat. Das habe ich super gefeiert, als sie rauskam. Ich weiß noch, wo ich so 13 war oder sowas. Nee, das muss früher gewesen sein, weil da habe ich noch zu Hause gelebt. So 11, würde ich sagen, 12. Kurz vor meinem 12. Geburtstag auf jeden Fall. Da gab es so ein Nagellack, der war arscheteuer. Ich weiß es nicht, es war super teure Marke. Und es war einfach so ein Pflegeteil und ich habe es gefeiert. Aber diese so Abziehgeschichten sind echt schwierig zum Trocknen. Ich weiß nicht, wie ich sie zum Trocknen bringe. Oho, hier ist ein Vitamin C Serum. Das ist eine tolle Sache, meine Liebe. Das wollte ich eh testen. Ich habe aber gesehen, die kosten so um die 20 Euro. Und dachte ich, brauchst du das? Das gibt auf jeden Fall so Hustensaft. Das riecht ähnlich. So Hustensaft für die Kinder oder sowas. Kommt mir ähnlich vor. Bin super gespannt. Das ist auf jeden Fall... Ja, ich zeige euch am besten mal die Marke, bevor ich das anfange hier zu diktieren und es eh falsch ist. Ihr wisst ja, wie ich bin. Dann haben wir ein Handschaum. K-Pop. Super. Hatte ich schon mal sowas in klein. War komisch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, aber es war gut reinigend. Ich bin gespannt, gut schützend, aber ich bin gespannt, wie das ist.
Das ist von Balia und bin super gespannt. Dann ein Beauty Color Corrector von Essence in Grün. Ich habe da einen Primer dazu noch und bin auch da gespannt. Dann haben wir von Catrice Noir Reihe. Das ist Marron und das ist Rouge. Rouge ist, glaube ich, ein bisschen röter. Das ist, glaube ich, ein Base Coat, wie ich es verstanden habe. User Base Coat, ja. Das ist ein Base Coat, den man unter irgendwelchen dunkleren oder Effektlacken benutzt, damit das so durchkommt. Ich bin super gespannt. Die Farbe Rouge 02 Noir Rouge und 01 Noir Marron. Hoffentlich seht ihr den Unterschied. Ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall ein bisschen rotstichiger. Dann haben wir hier von Art Deco ein Magic Liner. Das ist eine tolle Farbe. Ich habe gerade derzeitig so ein Kupfer aufgebraucht. Die Nummer 71. Super interessant. Und von Essence ein Eyebrow Designer. Ich fand diese Eyebrow Designer immer hart. Ich werde den anspitzen, werde den trotzdem noch einmal austesten. Vielleicht wird er dann ja besser. Aber ja, war sehr, sehr unglücklich. Oh, okay. Ich liebe es und den Geruch erst. Ich würde mich freuen, wenn du es testest. Frisch und direkt aus Ägypten eingeflogen. Habe ich jetzt noch genug Backups? Okay, gut. Das ist ein Rosenwasser. 200 Milliliter, was auch Rosenza, glaube ich, 300. Ich habe aktuell Rosenza in Verwendung. Aber wenn das Rosenz mal dem Ende sich neigt. Ja, es riecht auf jeden Fall nicht künstlich. Also es riecht schon wie echte Rose. Ist nichts kaputt gegangen. Ich bin super gespannt. So sieht es übrigens aus. Ich bin so aufgeregt, dass es sein kann, dass ich irgendein Produkt irgendwie nicht zeige oder sowas. Es ist einfach, ja. Gesichtscreme, aha, von Balea aus dem Adventskalender, glaube ich, war das. Super interessant, weil alle davon erzählt haben, nur Ina hatte keins. Scrub Mask, okay. Ich hoffe, ihr erkennt das. Dann haben wir auch ein Pencil. Eyebrow Pencil. Okay. Soft Pen Jump. Super interessant, schaut mal euch die edle Verpackung mal an, wie schön es mal sein kann, einfach ein schlichtes schwarzen Stift in der Hand zu haben. Ja, super interessant auf jeden Fall. Werde ich testen. So sieht das übrigens aus. Wie rum? So. Love Ice. Ice Love. Ja, dann haben wir von Sien. Ich bin so gespannt, was du zu dieser Foundation von Lidl sagst. Ja, meine Liebe, ich kann dir sagen, ich habe davon einige Backups. Ich fand die richtig gut. 2016 hatte ich, glaube ich, nie richtig vorgestellt. Und dann habe ich ja so viele Foundations gehabt, dass ich gar nicht wusste, welche ich testen soll. Deswegen, wenn die zu ist... Nee. Aber ich habe noch ein paar Backups, deswegen ich... gib sie unter den Hammer, die werde ich jetzt selbst benutzen oder meine Tante geben, weil ich habe die Farbe auch 010 da. Ich habe viele Foundations noch offen, also auch diese hier. Deswegen darf die, glaube ich, meine Tante haben, weil die wollte irgendwie so eine Foundation und keine Ahnung was. Dann von Essence, 0 meine Farbe. Ja, ich kenne das von Essence. Dann kauft man irgendeine Farbe im Sack. Swatch sie, sieht auf der Haut toll aus, auf den Lippen nicht. Aber rosa ist eigentlich okay. Ich lasse ihn unbenutzt. Ich deklatter gerade derzeitig meine Lippenstifte. Oder ich. Das ist so. Da sind ein paar Löcher drin und ich bin ganz froh, weil ja jetzt neue eingetrudelt sind. Dann ist drin so ein wunderschönes Lila. In der 475. Ist da. Ich fand Trended Up, diese dunkelroten Ultramatt, ziemlich fleckig. Seht ihr das? Und ich glaube auch nicht, dass er nicht fleckig ist. Ich werde ihn zusammen mit euch ausprobieren und meine Meinung euch natürlich preisgeben, aber ich denke nicht, dass es was ist. Madame Lambert Re. So sieht es aus. Das ist wirklich so ein Lippenstift aus Omas Zeiten. Also vom Geruch her riecht er einfach, wie Kosmetik früher gerochen hat, als ich von Oma Lippenstifte getragen habe. Super schicke Verpackung. Wirklich sehr, sehr schön. Sehr gelungen. Eigentlich auch ein Schmuckstück, den man einfach stehen lassen kann. Ja, dann haben wir nochmal so Noir Cassis.
Wahrscheinlich eine dunkle Beere. Ah ja, so ein lila Ton. Ja, in der 03. Das sieht man gar nicht. Das muss man dann auftragen. Dann ist ein Crackling. Ja, Crackling. Ich habe gar keinen Crackling-Nagellack. Wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Jetzt wollte gerade mein Sohn aus dem Balkon gucken. Boah. Dann haben wir hier was. So sieht das aus, ich weiß nicht. Erinnert mich irgendwie an Maybelline. Ja, das ist so schönes Rosa. Das ist gerade die Farbe hier. Ich kann Rose. Du, Claire 02. Mama, das meine. Ja, das hat doch Xena für dich gemacht, oder? Ja. Und auch das ist von Lacombe. Sehr gespannt, ob das ein Topcoat ist. Oh, und dann gibt es ja ein Lipgloss. Chupa Chups, wie geil ist das denn? Nein, das ist für die Lippen, Schatz. Das ist Schminke. Schminke, Schminke, Schminke. Oh, da steckt man die Finger rein und schubt seine Pinsel. Super zum Mitnehmen, zum Verreisen. Das hat mir nämlich echt gefehlt. Das da, meine Liebe. Das da, meine Liebe. In Pink, Little Mini Pink, war mein Duft des Shit. Oh, und ich habe noch was entdeckt. Das ist Mini Crazy. Das riecht sehr, sehr gut. Dann habe ich noch was entdeckt, was meine Freude einfach bombastisch hoch lässt. Diese kleine Scheißerchen hier. Dieser kleine Scheißerchen, auf der Suche war ich, diesen kleinen Scheißerchen auszuprobieren. Mega geile Farbe. Die werdet ihr demnächst in meinem Video sehen. Dann ist noch ein Longlasting 07 von Essence dabei. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so die Begeisterung bei diesem Lippenstift. Ich kann damit nichts anfangen. Essence finde ich einfach nicht so gut. Das hier ist was sehr Interessantes. Ich kann euch gar nicht sagen, was es ist. Steht einfach zu viel drauf. Ich hole es mal raus. Sugar Lip Scrub. Wie geil ist das denn aus der Tube? Also aus so einem Metallteil. Das feiere ich. Weil man einfach das eher auf die Finger macht. Ich mag das entweder eben direkt oder man macht sich ein Würstchen drauf und schrubbt dann da rum. Das ist cool. Das finde ich echt cool. Das steht sogar nicht zum Verzehr geeignet, Leute, ne? Weil das echt gut riecht wahrscheinlich. Biotherm Total Review Öl 30 Milliliter. Ja. Mhm. Serum oder was? Was bist du? Ich muss mal da hinten einfach dann lesen. Selbst schäumendes Öl entfernt Make-up. Wie geil ist das denn? Das werden wir zusammen testen. Sowas finde ich toll. Dann kann ich mit euch gleich mal testen. Dann ist von Zoya. Zoya. Ein weißer Nagellack drin. Finde ich super schön. Richtig. Die kommen um 7, Schatz. Finde ich schön. Von Marc aus der Gelreihe ist wieder was dabei. So ein, ja, schlammfarbenes Etwas, da weiß ich auch nicht, ne? Das ist so ein Teil, ist nicht ganz so mein Favorit, weil so Schlamm, das sieht immer ganz zu viel aus. Oh, wie geil. Wie geil, dankeschön. Ich kann das jetzt im Endeffekt wie ein Ringlicht hier dran klippen und dann erkennt ihr einfach mehr. Wie schön ist das denn? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht fliegt das da ab, aber es hält schon auf. Wenn ich es ausmache. Oh, das kann man. Wenn ich es ausmache, wenn ich leicht, höchste und allerhöchste Stufe. Ja, Halleluja. Wie geil ist das denn? Jenny, ich feiere das Ringlicht. Alles andere ist mir wurscht, aber das Ringlicht ist geil. Für Selfie-Schießen. Wach von Sephora. Kann man nicht an. Deine Farbe. Oh ja. Das ist so ein richtig schönes Lachs. Sieht das so aus? Lachsfarbenes, oh, mit Schimmerpartikel. Ganz, ganz toll. Auch von Marc. Sind 10 Milliliter enthalten und wirklich schöne. Nicht unser Marc. Dann steht hier, benutzt aber vergess es immer oder bin zu faul. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es testest. Warte mal. Ja, okay, warte bitte. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es testest und Mama, berichtest. Bin auf deine Meinung gespannt. Mama, ich finde es toll. Lipgloss. Viel Spaß beim Testen. Das ist auch Lipgloss. Das ist auch Lipgloss. Coco Fresh von Hello Buddy. Ich habe einen Lip Scrub vom Hello Buddy. Finde ich toll. Riecht gut. Ich muss das mal einfach da.
Ist das dann ein Reinigungszeug oder Detox Fest Cleansing? Ja. Wird ein Reinigungszeug sein. Schüttelt man. Riecht man dran. Schön fluffig. Gucken wir mal, wie schön es meine Lippenswatches abnimmt. Feuchtes Tuch hinterher. Ja, riechen tut es auf jeden Fall etwas nach Kokos, aber so frisch gepresste Kokos, dieses etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas natürliche Kokosnuss. Ich bin sehr gespannt, wie es in meinem Gesicht ist. Wird auf jeden Fall getestet. Vielen, vielen Dank. Also ich stelle es dahin, weil ich das bald in meinen, ja, und benutze nicht meine Farbe, stehe mehr auf Nude von Catrice, denke ich mal. Sieht nach Catrice aus. Manchmal weiß man ja schon, was man in der Hand hat, obwohl man nicht mal die Marke gelesen hat. Kann auch natürlich mich total irren. Es ist nicht Catrice. Aber es ist Catrice. Ja. Rock and Metal. Das geht wahrscheinlich auch weiter. So Silber habe ich jetzt schon genug. Und wie oft kann man Silber benutzen? Werde ich auch auf Seite stellen. Den Lipgloss überlege ich, ob ich dem meiner Tante zuschicke, weil meine Cousine ja auch noch da ist, ne? Lipgloss ist auch so eine Geschichte. Ich mag den Fenty Beauty und dann bleibe ich immer bei einem und ja. Wahre Schätze, große, große Liebe werde ich natürlich benutzen. Schatzi, was ist los? Hab unbenutzt, habe ich glaube ich noch mal da. Haha. Sunny Mango mit fruchtig frischem Mangoduft. Ich bin interessiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Von Dusch das. Natürlich bin ich gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt. So, dann ist da noch drin so ein Glitzer. Das sieht für mich immer so nach Zirkus, so nach Zirkus irgendwas aus, ne? Aber es glitzert und funkelt. Mega geil. Vielen Dank für die Ringleuchte. Das wird mein Leben retten, denke ich mal. Jedenfalls euer Leben. Also euer Leben hinter der Kamera. Nee, hinter. Ich sitze ja hinter der Kamera. Bei euch hinterm Bildschirm. Werdet ihr die Produkte besser erkennen können. Jetzt ausprobieren. Artist. Artist ist eine Foundation. So sieht die aus. Jetzt habe ich auch ein Ringlicht. Hihihi. Ich mache aber mal. Ich brauche gar kein Ringlicht. Ich lasse das mal natürlich, wie es ist. Tolles Teil, wirklich geilo. Vielen, vielen Dank. Ich wollte mir sowas zulegen und ich war sehr skeptisch. Dann ist hier Ultra Face Cream. Ich kenne die meisten Marken gar nicht. Dann haben wir hier eine Technicolor Fix Palette. Die werde ich auch weiterreichen. Ist nichts für mich. Also diese ist mir zu viel Farbe, ne? Wenn ich ein Produkt kontinuierlich nutze, als Creme-Produkt, ja. Aber nein. Nein. Das soll sich jemand anderes mit quälen. Dann kommen wir mal zu den ganzen Pröbchen. Sehr interessante Proben, muss ich ja schon gestehen. Pröbchen, komm zu Mama. Komm zu Mama. Pröbchen, komm zu Mama. So, gehen wir mal die Kleinigkeiten hier durch. Kleinigkeiten, das sind viele, viele Kleinigkeiten. Ich filme übrigens schon 28 Minuten. Meine Fresse. Hydra Essence von Clarins. Sehr spannend. Freue ich mich drauf. Repair Detox. Nährende Intensivpflege. Ich glaube, das hatte ich schon. Das habe ich schon benutzt. Ich glaube, das hatte ich schon mal in Verwendung von. Ich komme jetzt nicht auf deinen Namen. Ich. Keine Ahnung. UV-Gesichtspflege, also Sonnenschutz von Nivea, wird auf jeden Fall getestet. Also, ich kenne sie schon und mag sie auch. Elvital Öl Maschig Öl, super spannend. Habe ich noch nie gehabt. Wollte ich mir immer zulegen, aber Öle verbrauchen sich sehr, sehr langsam. Deswegen habe ich. Oh. Okay, Fresh Up Anti-Fritz Sheets. Was bist du? Enthält ein Tuch. Okay, manche. Wahrscheinlich wie Trockenshampoo. Ja, Dry Shampoo, super spannend. Dann haben wir nochmal. Ja, ich bin gleich leise. Gleich bin ich leise. Zweimal Artisti. Ich kenne das überhaupt nicht. Vorbereitung.
Vorbereitung, wahrscheinlich ein Primer oder so. Zweimal da. Ich bin gespannt. Dann nochmal Nivea. Oder ist es mir gerade reingefallen? Dann haben wir hier noch was. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Naturkosmetik. Doch, ich glaube, hatte ich das nicht schon und es mochte ich das nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. L'Oreal Scrub. Super spannend. Hatte ich noch nie, weil ich nicht einsehe, für einen Tiegel 10 Euro zu zahlen. Ja, das ist eine Geschichte, die muss man gut eine Dreiviertelstunde drauf lassen. Dann ist das eine gute Sache. Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Hatte ich noch nie ein Pröbchen. Teste ich super gerne. Dann Shiseido. So ein Tiegelchen. Also so ein Tickchen. Dann ist hier Kräutermischung. Zitronenmelisse. Das ist eine tolle Geschichte, meine Liebe. Das können wir mit meinen Kindern machen. Ne? Vielen Dank. Das sind so Samen. Da ist drin, Samen können in einen Topf mit Erde und sowas und Freiland einsehen und leicht mit Erde bedecken. Nikosha. Dann ist Black Heart nochmal drin. Super viele spannende Produkte. Batiste. Volumen unbenutzt. Okay, auch wenn es benutzt wäre, meine Liebe, wäre es nicht so schlimm gewesen. Ich mag Batiste an sich sehr, sehr gerne. Ich mag das auch von Isana super gerne. Vielleicht ist Balea einfach nichts für mich. Dann ist, ich weiß, du magst keinen Monolidschatten, aber vielleicht gefällt dir ja die Farbe. Ja, ich bin gespannt. Ich bin super, super gespannt. Was bist du nur für eine Farbe? Mungo Allure. Das ist eine ganz tolle Farbe. Das ist so ein dunkel... Ich muss mal gucken. Wenn ich so einen Ton in irgendeiner Palette habe, dann geht da weiter, weil ich möchte den unberührt lassen. Der ist ein bisschen beschädigt jetzt durch meine Papier... durch meine Ab... Ich habe ja keine Geduld, ne? Aber die Farbe ist super, super schön. Wenn mir was nicht gefällt, meine Liebe, sage ich dir gleich, ne? Das weißt du. Den hatte ich schon mal und den mochte ich irgendwie nicht. Der hat mir einfach irgendwie das... Ja, ich weiß es nicht. Den mochte ich einfach nicht. Frag mich nicht, warum. Ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen. Aber ich kann ja ein Full Face auf Reval de Loop machen. Ich glaube, dass ich genug Produkte habe. Genau. Er ist rosa. Ich mag das nicht so. Ich mag lieber Gold. Aber nicht dieses Gelbgold, sondern eher dieses Champagner. Deswegen mal gucken. Ich mache ein Full Face auf Reval de Loop. Und dann sehen wir einfach weiter. Gott, ich muss die Hütte aufräumen. Bin immer noch hier dabei. Dann ist hier drinne von Santé. Mhm. Sehr interessant. Skurrile Produkte sind das hier. Augenbrauenstift. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es was Gutes ist. Ja. Jetzt habe ich schon zwei Videos. Das ist ein Kompakt-Make-up Cream and Powder von Santé. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das benutzen werde, weil das Naturkosmetik ist. Ich und Naturkosmetik und Foundation, keine Ahnung, kommt jetzt auf den Häufchen, wo ich nicht weiß. Dann haben wir hier Trockenshampoo, absolut nichts für mich. Für mich schon. Gut, dass du die Kleinen hattest. Für mich schon. Gerade wenn ich einfach einen Plattkopf habe, ne? Oder keinen Bock habe, meine Haare jetzt zu waschen oder keinen Bock habe zu duschen, kommt auch mal vor. Also wirklich einfach kein Bocktag. Dann kann es sein, dass ich doch Bock habe, meine Haare aufzufrischen, aber nicht eben unter die Dusche zu gehen. Ja, ich pull das jetzt nicht auf, weil die Zeit uns einfach davon rennt. Dann ist hier drinne nix. Also nutze ich nicht mehr, aber Fah ist ja deine Marke. Genau. Fah ist meine Marke. Meine Mutter hatte neulich etwas, ich wollte sie noch fragen, ob sie mir ein Foto schickt. Das roch so gut, dass ich es mir fast gekauft hätte. Aber dann habe ich gedacht, Mensch. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr frisch, aber blumig. Also so, eigentlich gar nicht blumig. Baumwoll blüht doch. Genau, frisch gewaschene Wäsche, Weichspüler. Sowas aber in Frische. Also ähnlich an Darf kommend. Finde ich super interessant, habe ich noch nie gesehen. Also ich achte immer auf diese Blumen und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, wo es noch Darf gibt in größerer Menge. Ich sehe immer nur so kleine Häufchen, nur so fünf Shampoos gefüllt. Got to be Beach Babe Textur Salzspray.
Ich weiß es nicht, ob ich das meinen Haaren antun möchte. Ja. Keine Ahnung, werde ich vielleicht meine Freundin weitergeben. Die hat Locken und ist Friteuse, also meine Friseusin. Alessandro, Hanspa, feuchtigkeitsspendendes Handmus. Schaut mal die Verpackung an. Wie schön. Liebe Jenny, ich danke dir vielmals, dass ich die ganzen tollen Produkte testen kann. Ich bin super gespannt. Ich bin, wie gesagt, eine absolute Testerin. Ich liebe es. Ich liebe es zu testen, ich liebe es anzufangen, was aufzubrauchen, du weißt ganz genau. Eben, und wie gesagt, es kostet alles Geld und ich kann mir auch nicht immer alles leisten. Ist einfach so, auch ich muss mal meinen Geldbeutel zulassen. Vor allen Dingen, weil ich auch oftmals in Kaufrausch verfalle und dann denke, hätte ich einfach nicht gebraucht. So, ich glaube, dein Tesafilm ist durch mich leer gegangen. Oder es war der Anfang. Der Anfang vom Ende. Nur nix mehr für mich, eventuell willst du es nochmal testen und leer machen. Guck mal, was es überhaupt ist. LR-Puder, okay. Ich teste es auf jeden Fall. Sehr weiches Puder. Muss man schon sagen, hat einen Hittepen. Sehr weich und sehr hell. Ich bin gespannt. Ich helle immer meine Augenpartie unten drunter mit einem anderen Puder auf und dann benutze ich ein loses. Für die Wangenbereich, um es auch aufzubrauchen. Dann ist hier noch was drin. Oh, Sun Glow Matte Bronzing. Ich weiß nicht, warum es Sun Glow heißt. Sun Matte Powder oder sowas wäre doch viel sinnvoller gewesen, Catrice. Was war da los? Weiß es nicht. Die sind manchmal zu... Ich wollte es nicht aussprechen. War nicht sehr schlau. Es führt einfach in Irre. Es ist ein mattes Puder. Super weich. Super weich, schöne Farbe, so sieht es aus und ist die 020 Deep Bronze. Sehr interessantes Produkt. Ich freue mich über meine Ringleuchte. Detox Maske Face. Mhm. Also ich habe noch einige Sachets. Ich brauche, glaube ich, erstmal die Sachets auf. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Dann ist von Revolution eine Eyebrow Pomade drin. Passt ganz gut. Ich habe nämlich nichts für die Augenbrauen von Make-up Revolution. Und das ist in Brown Blond. Genau. Und blond ist oftmals so, das ist einfach ein, ja, ungeöffnet gesehen, kein Gummibürstchen und nie benutzt. Okay, von Alverde. Ich weiß es nicht, ob ich, ich bin kein Typ, auch wenn ich glaube ich, ist echt kein Gummibürstchen. Das Bürstchen sieht vielversprechend aus, ist aber braun. Also ist eine braune Mascara. Schwung und Verlängerung, ja. Okay, riecht nach Pfefferminzbonbon, so kräuterisch, wie Alverde halt eben ist. Super gespannt, das Bürstchen verrät ja einiges, aber es ist kein Schwarz. Also ich sehe eine braune Mascara drin, das sieht man, glaube ich, ganz gut hier am Rand. Sieht man das? Mit Ringleuchter hätte man es besser gesehen, du. Seht ihr, das sind auch so Sachen um Kosten, ne? Ich will mich ja gar nicht beschweren oder irgendwas, ne? Aber ich hole mir immer alles nach und nach, ich brauche nicht alles auf einmal. 100 All-Over-Liner. Ich kann mir das einfach nicht für die Augen vorstellen. Kann ich schon. Aber was für die Lippen ist... Naja, ich dachte zuerst, das wäre für die Nägel hier hinten hinschieben. Kennt ihr die Dinger? Das ist, ja, auch nie benutzt, weil ebenso kein Gummibürstchen. Okay, Deluxe Fantastic Mascara von LR. Ist das jetzt eine pinke Mascara? Ich schmeiß mich ja weg. Nee, schwarz. Sehr interessant auf jeden Fall. Auch da werde ich mal einen Vergleich machen. Mit meiner gewohnten Gegenstände. Typhing Perfection Magic Tint Cream Soft Make-up Effekt. Okay. Vielleicht einfach als Tagespflege. Und dann Tint Perfection optischer Zauber. Habe ich zu Hause. Habe ich zu Hause. Das ist so auf Silikonbasis irgendwie. Das ist so ganz, ganz fluffig und matt. Und ich kann euch das gar nicht richtig sagen. Ich packe mal wieder die Mascara da rein. So, dann haben wir noch Nagellacke. Einmal von Maybelline. Ja, bei der Tone One Tone. Das ist wirklich Ton in Ton. Wisst ihr, was ich meine? So meinen Hautton. Da weiß ich auch nicht. Also es kann gut möglich sein, dass ich die Farbnuance 875 aussortieren werde, weil es einfach Ton in Ton ist in mir. Rosy und Sparklet.
auch super schön. Ich gucke gerade, ob ich den schon da habe. Weil ich Mutti welche mitgebracht habe, die mir Sarah geschenkt hat. Mutti mag das und darf auf der Arbeit leider keine Nagellacke tragen, aber sowas ist okay. Und sie soll ja nicht ohne Maniküre sein. Dann Beauty. Das ist ein schöner Nude-Ton, den ich einfach in der Mitte auftragen könnte. Ja, mal gucken. Dann haben wir hier so einen kleinen Seicherchen. 4K Beauty oder sowas. Ein super schöner Blauton. Ich habe jetzt gerade ein Türkis aufgebraucht. Das kennt ihr noch nicht, das Video. Und ja, toller, toller Farbton. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber man sieht, dass ich bis zum Grund gekommen bin. Ist aber nichts, ne? Also es wird nicht besser. Auch hier ist es so porös und genauso ist es auf meinen Nägeln. Und wenn das schon ganz unten ist, dann lass mal lieber. Wenn ich nicht mal einen Nagellack lackieren kann. Von Alessandro habe ich noch einen wunderschönen lila Ton. Echt tolle Farbe. Schön auch frühlings- oder auch herbstmäßig, weil es so ein Zwischending ist. Dann Sante Tint Brown. Könnte ein bisschen zu braun, also zu warm sein. Ich bin gespannt. Werden wir alles testen. Dann von Trended Up. Nicht meine Farbe leider. Okay, wenn das die 030 ist, wäre es perfekt. Ich glaube, die 030 ist... Ja, es ist aber meine Farbe, meine Liebe. Es ist meine Farbe von Trended Up. Das ist dieser dreieckige Stift, den ich sehr mochte. Auch aufgebraucht habe, aber... Ja. Eyeshadow, okay. Ein Eyeshadow. Ein Gold. Schon ewig nicht mehr benutzt, sowas. Und benutzt, okay. Ich bin ja gespannt. Dann lassen wir den mal unbenutzt. Ich habe ganz, ganz viele. Und auch, was wollte ich? Auch diesen Stift, Eyeshadow, werde ich weiterreichen. Der ist unbenutzt, den werde ich meiner Tante zukommen lassen. Die freut sich auf jeden Fall. Dann ist ein Bonbon drin. Vielen Dank. Unbenutzt, nicht Mama, meine Farbe. Okay. Ira, weißt du doch, Schatz, von Lacombe. Kommst du, wirst du mal aufgehen. Nicht deine Farbe, es ist ja fast gar keine Farbe, oder? Ich werde es trotzdem aufmachen. Einfach ein fast schon milchiger, durchsichtiger Nagellack, wenn das Sinn macht, was ich hier erzähle. Einfach so ein milchliches Glas. Dann steht hier nicht meine Farbe. Ja. Das ist, oh ja. Oh ja, sehr, sehr dunkel. Rot werde ich weitergeben. Ich habe viele Lippenstifte, die ich nicht aufbrauchen kann. Ich bin gar kein so ein Lippenstift-Typ. Ich bin froh, wenn sich jemand anderes freut darüber und gut ist. Genau, den mochte ich tatsächlich. Ich habe so einen Glossy Stick ja auch schon leer gemacht. Das ist die Farbe, der da oben. Das ist die Farbnummer. Steht bestimmt auf dem Deckel. 03. Super schick. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Das weiß ich schon. Dann ist eine Parfümprobe von LR Summer Edition. Kommt direkt in meine Parfümsammlung rein. Und dann ist da noch ein letzter Pot. Summer Dream Lip Peeling. So sieht es aus. Und ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ich sehe zwar keine Peelingkörner da drin, aber gut. Wir werden gucken. Ansonsten kann ich auch meine Füße damit schrubben oder sonst was. Aber leer gemacht werden kann der. Dann ist hier auch ein wunderschöner Longlasting 05 drin, den man einfach toll als Highlighter benutzen kann. Ich will den jetzt nicht anfassen, weil ich glaube, ich habe die Farbe da. Aber... Demnächst gibt es auch mal wieder die Klatter-Videos. Ich habe nämlich einige vorgedreht. Und erst wenn ich die Klatter-Videos gezeigt habe, dann kann ich euch ja meine Sammlung zeigen. Es geht und kommt ja wie im Theater, ne? Zack, zack, zack. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Jennifer. Ich bin heute ein bisschen verplant. Entschuldigt, aber ich bin immer so. Und ich wünsche euch was und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, meine Liebe. Tschüss.